Ich hoffe, ich bin im Bild. Falls ihr meine letzten paar Videos gesehen habt, könnte es gut sein, dass ihr gerade ein Déjà-vu habt. Weil der Kamerawinkel und die ganze Fassade kommt euch vielleicht bekannt vor von ein paar Videos, wo ich meine Haare grün gefärbt habe. Das Video damals ist actually Anfang Dezember, glaube ich, entstanden. Und ich habe nur ewig gebraucht, um es zu schneiden. Sorry. Auf jeden Fall, heute sind wir wieder da. Heute haben wir einen Plan. Und zwar, ja, ich habe schon eine Anleitung gelesen. Haben wir heute zwei Projekte sozusagen. Wir machen lila und schwarz. Das ist natürlich nur das oben. Und ich habe das vor ein paar Jahren, zwei Jahren schon mal gemacht. Ich glaube, es war vor 2 Jahren. Da habe ich das mit Rot und Schwarz gemacht. Also das schaut dann so aus, dass... Vielleicht habe ich noch Fotos, dann blende ich euch die hier mal ein. Ich gehe in der Mitte durch. Ich teile meine Haare in der Mitte. Mache die Seite lila und die Seite schwarz. Und wenn ich sie dann halt so hinlege, wie sie immer fallen, dann schimmert das Lila so unter den schwarzen Haaren durch. Und das schaut sehr, sehr cool aus. Und das werden wir jetzt machen. Und dafür werden wir zuerst wieder blond gehen. Full on blonde hair. Also die ganzen Haare. Dann werde ich kurz duschen gehen, weil ich habe am Samstag eine Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Da möchte ich das stark und nicht ausgegleicht haben. Das heißt, ich kann dann bis Samstagabend nicht mehr duschen. Ich kann am Sonntag wieder duschen, was ich werden müssen werde. Das heißt, wir gehen heute duschen und dann am Sonntag wieder. Und ja, das heißt, wir machen jetzt die blonden Haare, weil die müssen auf trockene Haare aufgetragen werden. Dann machen wir Lila Schwarz und dann wird das sehr, sehr cooles schon. Ich muss noch mein Babyzöpfchen hier einwickeln, weil das möchte ich natürlich nicht mitfärben. Und ja, ich packe Tixo auf meine Haare. Sagt man in Deutschland Tixo? Klebeband. Ich weiß, dass Gaffer nicht bekannt ist. Panzertape. Ich erspare euch jetzt einfach mal, dass ich mir die Haare einmal sinnlos gefärbt habe und wir springen einfach direkt zum nächsten Part. Go number two.
So, nach dem Duschen schaut es jetzt definitiv besser aus. Man sieht es, also es ist wirklich strohig. Hier ist es wirklich blond unten am Ansatz, also so wirklich hellblond. Und das Grün ist auch so weit raus blondiert, dass ich mir zutraue sozusagen, dass es funktioniert. Deshalb gehen wir jetzt über zu Part 2. Und ja, ich habe kurz überlegt, nochmal drüber zu blondieren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Kopf das aushalten würde. Und ich habe keinen Bock mehr. Deshalb machen wir es nicht, sondern wir machen schwarz und lila. Jetzt suchen wir uns die Mitte. Größtenteils die Mitte. Das muss nicht ganz perfekt sein. Ich folge einfach hier meinem Scheitel im Prinzip. So, manchmal erinnere ich mich an Sachen, die ich wo drunter lege. Oft genug auch nicht. So, einfach hier so ein kleines Messi-Bein. Oh, ist das nicht süß? Ich finde das süß. Dann fangen wir hier mal an mit Lila. Wait a second. Okay. Ich habe gerade rausgeholt, was da drin ist. Es ist nur der Conditioner, die Farbe ist nicht drinnen. Ich muss zurück zum Geschäft. Scheiße, wie spät ist es? So, es ist jetzt eine Stunde später. Ich hab's geschafft, die Farbe, die nicht da war, zurückzugeben. Und bin dann noch zu einem anderen Geschäft gefahren und habe eine neue geholt. Weil die einzige andere Packung Lila Farbe, die das Geschäft hatte, hatte auch keine Farbe drinnen. Die Verkäuferin war wirklich so voll lieb erstmal. Danke dafür. Und sie war wirklich so, was ist mit Leuten los? Ich meine, das waren keine 3 Euro für lila Haarfarbe. Und Leute klauen die lila Haarfarbe. Und ich denke mir einfach nur so, why? Ich habe jetzt die Seite, die lila wird, nochmal nass gemacht, weil für lila sollen sie nass sein, für schwarz nicht. Sie sind jetzt nicht 100% trocken, aber trocken genug. Und da die schwarze Haarfarbe länger einwirkt als die lilane, machen wir die zuerst drauf. Das ist dieselbe Farbe wie das Blond.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es trotzdem funktioniert. Hier haben wir jetzt die lilane Farbe und die packen wir jetzt einfach auf die andere Seite drauf. Dann stellen wir einfach meinen Timer für 20 Minuten, sobald ich das habe. So lange muss das Lila drauf bleiben. Und mein Kopf brennt. Das tut dann übelst weh. Die schwarze Farbe ist gerade nicht ohne. Das Schwarz ist gerade schlimmer als das Blond vorhin. Das riecht nach Blaubeeren. Oder nicht Blaubeeren unbedingt, aber irgendwie nach Beeren. Nachdem ich jetzt durch und durch nach Beeren rieche, ich habe keine Ahnung was, aber es riecht beerig und ausschau wie eine Heidelbeere, bin ich fertig, habe es geschafft und meine Kopfhaut freut sich über eine lange, lange Pause. Ich werde gleich noch meine Haare frisieren und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es war ein Abenteuer, aber ich hatte Spaß und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet mit dem Video. Und dann würde ich sagen, macht's am allerbesten und bis zum nächsten Mal.